Jo. Hallo, Micha hier von Mika News. Ich habe hier den Berkan Kilic, den amtierenden, ja, war es Juniorenmeister? Nee, Jo. Junioren-Europameister, ne? Yes. Yes, und daneben den dritten Platz von der Europameisterschaft und amtierenden deutschen Meister Burak Kilic. Moin. Moin. Ja, zuerst mal die Frage. Was habt ihr eigentlich jetzt die letzte Zeit getrieben in dieser Pause von der Covid-19-Pandemie? Was habt ihr gemacht? In der letzten Zeit habe ich sehr viel VLC Pro gespielt mit Aaron Rönnig und Tom Sommer. Eigentlich kennt die fast jeder. Ja. Und sonst habe ich eigentlich nichts Besonderes gemacht. Ich habe für die mündliche Abschlussprüfung ein bisschen gelernt gehabt. Hatte die gestern die Prüfung, die ich auch ganz normal bestanden habe. Und ja, wir sind ein bisschen im Garten geballert, wo man in der Zeit sonst nichts zu tun hat. Und ja. Ach, du warst eher der praktische Typ und Berkan war eher der theoretische Typ Jo. im Trainieren. Ja, ihr fahrt ja Mugen, ganz Richtig. neu, also seit Ende letzten Jahres, ne, war es ja gewesen, MBX8 und den 8 Eco. Genau. Wie ist jetzt euer Eindruck von dem Fahrzeug? Ihr habt ja schon mal fahren können, Rennen seid ihr ja auch schon gefahren, ne? Ja, sind wir. Also Ja. jetzt war unser erstes Rennen war genau am 1. Januar in der Padova, Italien. Ja, wir waren recht gut unterwegs. Das waren unsere ersten Rennen mit den Autos. Und ja, unsere Rennen waren relativ gut. Bei Berkan hat im Nitro-Finale 20 Minuten lang geführt, das Finale. Und danach hatte ein paar Fahrfehler. Aber Elo sind wir beide zusammen aufs Podium gekommen, Zweiter und Dritter, was relativ sehr gut war für das erste Rennen mit dem Mugen Ja. drauf. Und sind echt super zufrieden. Ja, was sagst Ja, du? passt. Nichts so hinzufügen. Na, Berkan ist ja immer der so viel redet. Er gesagt weniger. Etwas weniger. Und Ja. geile Strecke hat da unten. Ne? Ihr wart ja nicht das erste Mal da. Ihr wart ja auch schon zum Winterrace, ne? Genau, waren wir auch da, genau. Mit den, nee, zum Winterrace waren wir nicht da, aber davor das Jahr, weil Genau. ja genau beim Wechsel da so waren. Und genau. Also sollte man mal hinfahren, auf jeden Fall. Ja, es ist Jo. echt super da und schöne Anlage. Ja, aktuell, ne? Bischofsheim ist abgesagt. Ja, hab ich auch. Jetzt am Wochenende, beziehungsweise morgen, wäre es ja losgegangen. Vatertagsrennen, Richtig. DM-Vorbereitung, also DM-Warm-up in Schwedt. Ja, Schade. wie sieht es jetzt aus? Amtierender deutscher Meister, könntest deinen Titel verteidigen und jetzt ist die Situation, wärst du enttäuscht, wenn es dieses Jahr keine DM gäbe? Um ehrlich zu sein, ja, weil auch allgemein die ganzen Rennen vermisst man. Es wird einem sozusagen langweilig. Auch den anderen Fahrern, DM, die Europameisterschaft, ist halt super, sich immer mit anderen zu messen. Aber auch in Deutschland, um einen Sieg zu fahren, mit Berkan, Jörn, Aaron und Micha. Es gibt halt so viel, also in Deutschland, wir sind eigentlich relativ alle sehr stark. Ja. Hier ins Finale und Halbfinale fahren und echt super, genau auf den Euros. Sind halt sozusagen alle genauso schnell, also fahren alle auf demselben Limit sozusagen, die ersten 30. Und also das vermisst man, diese Fights und so, das vermisst man alles. Und Ja. ja, Berkan, erzähl mal von der Euro. Ach Wie so, von der war, wie, Euro. ja, erzähl mal von deinem Titelgewinn. Wie war das Finale? Easy oder war doch schwer? Das war schon nicht leicht, weil der Valente auch relativ schnell war. Aber ich konnte mich dann nach, glaube ich, 10 Minuten endlich absetzen und dann, ja, habe ich gewonnen. Wer sich nochmal getankt Und hat. getankt hat mich Aaron Rönnig. Hey. ich sehe eure beiden Karossen. Wer macht eigentlich das? Wer hat sich das ausgedacht? Also das Design dafür. Also das Und Design, das Blaue, das fahre ich schon seitdem ich Modellautos fahre. Und Berkan hat, also hat Papa hat es gesagt, wir fahren dieses Design. Danach fanden wir es am Anfang nicht so schön. Danach ging es eigentlich. Danach haben wir uns dran gewöhnt und danach sah es echt super aus. Nach der Zeit, so wenn man sich dran gewöhnt. Berkan hatte grün, Ja. aber wir haben ja so viele Teppichstrecken in Deutschland. Und dann haben wir Papas Farbe genommen. Papa ist früher orange gefahren. Und seitdem fahren wir jetzt blau und orange.
Ja. Ja, wann habt ihr angefangen? Zur gleichen Zeit oder unterschiedlich? Hast du angefangen? Ich habe vor 8 Jahren angefangen und Burak hat vor 10 Jahren angefangen. Also es wäre jetzt unsere 10. und 8. Saison jetzt, sozusagen. Und wie kam es dazu? Jetzt durch den Papa, weil er gefahren ist schon vorher oder habt selber Bock gehabt Ja, drauf? 100% durch Papa eigentlich und Ja. weil wir auch Bock hatten. Was seid ihr jetzt in der ganzen Zeit gefahren? Also ich kann mich nur an Lucy erinnern und Agama. Seid ihr schon mal Mugen gefahren und andere Modelle? Oder wie war so der Gang die letzten 10 Jahre? Also ganz am Anfang bin ich ganz kurz mit Papa Hyper 8.5 gefahren. Das ist echt lange her. Da bin ich noch nicht gefahren. Das Berg hat noch nicht gefahren. Und dann waren wir, glaube ich, zwei, 3 Jahre bei RMV, bei Mugen. Dann sind wir 4 Jahre zu Losi gewechselt, dann 4 Jahre zu Agama und dann sind wir sozusagen wieder zu Hause angelandet bei Mugen wieder. Ja. Fahrt ihr noch andere Klassen? Außer jetzt 1 zu 8 Offroad? Also wir fahren noch Tourenwagen, auch bei Move, den MTC1. Und ja, 1,8er Elektro, Nitro Buggy und Tragi Nitro. Gibt es eigentlich eine Lieblingsklasse? Ja, 1,8er Ja. Nitro. Ja, 1,8er Bei mir Nitro. auch, 1,8 Nitro Buggy, ja. Was war eigentlich das aus eurer Sicht das coolste Rennen gewesen, was ihr mitgemacht habt? Das beste Rennen meiner Karriere war auf jeden Fall Padova, wo ich Zweiter bin mit Elektro, weil das Rennen mit dem Barufelo und Ricardo Berton war schon geil, um den Sieg zu kämpfen und hat mir auch sehr Spaß gemacht. Also für mich das Beste war jetzt letztes Jahr Deutsche Meisterschaft und Jugenddeutscher Meister. Und dritter Platz bei der Euro A, das war echt sehr gut. Und ja. Ihr seid ja schon ja, gegen die ganz Großen gefahren. Hat man da irgendwie Respekt, wenn man da im Finale oder im Halbfinale neben denen oder vielleicht sogar im Vorlauf neben dem auf dem Fahrerstand steht? Oder ist das ja eigentlich normal, wie jeder andere, der daneben stehen würde? Also, ich fange kurz nochmal an. Von meiner Seite aus ist es, ja, also, was heißt Respekt? Natürlich, man sollte sich gegenseitig auf der Strecke respektieren, aber bei jedem sozusagen ist der Kopf ausgeschaltet, wenn man oben auf dem Fahrerstand steht. Da erkennen die meisten dann auch keine Freunde oder sowas. Dann Rennen ist Rennen. Auf dem Fahrerstand bleibt das, was auf dem Fahrerstand passiert. Und darunter ist halt, was auch passiert. Ist halt alles mal so dann. Ja, für mich ist es eigentlich relativ egal, wer jetzt auf dem Fahrerstand steht, weil am Ende sind es ja auch nur Fahrer. Die sind halt bekannter oder auch schneller, aber das sind am Ende auch nur Fahrer. Man will ja auch gewinnen, deswegen tut man alles. Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es verwechsel. Ne? Letztes Jahr, wo du Dritter geworden bist, das war doch in den letzten Runden, ja, erst entschieden. Wie war denn das? Ich glaube, du Das warst war doch genau in der letzten Runde. Gönne. Ja, genau, in der letzten Runde ist Savoia ist leer gegangen. Ja, man Und hat so da habe ich ihn dann gesehen. überholt, weil es ja so richtig doll geregnet. Boah, es war echt schlimm. Richtig, richtig schlimm. Da sind wir halt die letzten, sagen genau, die letzten 40 Minuten sind im Regen gefahren. Aber ich war ganz am Anfang war ich Letzter. Da ist irgendwie nichts passiert. Und sobald es geregnet hat, wurde ich immer schneller und schneller. Und ja, dann war ich ganz halt Vierter. Dann letzte Runde kam ich an Savoia ran. Er ist ausgegangen und dann hab ich mir noch den dritten Platz geholt. Ja, aber irgendwie völlig cool. Bei dir, du warst ja auch lange Zeit relativ gut, ne, Berkan? Und dann, was war dein Zuwi-Fehler? Achso, im Halbfinale, so ich bin erstmal vom Viertelfinale auf den zweiten Platz dann aufgestiegen ins Halbfinale. Im Halbfinale habe ich dann ich weiß jetzt nicht mehr, mit wem ich gekämpft habe, aber ich habe auf jeden Fall mit dem Aufstiegsplatz um den fünften, sechsten gekämpft. Und dann bin ich eine Kurve hochgefahren und mein Motor ist ausgegangen. Das wissen wir bis heute noch nicht, warum der ausgegangen ist. Und dann im Last Chance ist ja Burak weitergekommen. Also, Ja. ja. Ihr wart ja eigentlich schon bei so viel Rennen gewesen. Welches Event würdet ihr gerne mal mitfahren? Was fehlt noch?
von meiner Sicht aus, was jetzt die in den ein, zwei Jahren unsere Planung war, was damit nicht wegen schulischer Sachen nicht so richtig geschafft haben, das fehlt jetzt noch The Dirt Field und Silver State, dieses World Championship. Das würden wir noch gerne mitfahren. Ja, für mich eigentlich die Weltmeisterschaft, das ist eigentlich genau. Das Wichtigste. Und die Weltmeisterschaft natürlich. Was dieses Jahr der Plan war, aber ich denke mal, was abgesagt wird. Ach, wärt ihr eigentlich qualifiziert oder? Ja, ach so, ja, ach, die Euro vom letzten Jahr zählt, ne? Die Euro vom letzten Jahr zählt dafür genau. Quasi. Weil Euro sind ja dieses Jahr auch alle abgesagt erstmal. Also das steht auf jeden Fall fest. Habt ihr eine Lieblingsstrecke? Auf jeden Fall Bagiland. In Spanien, Madrid. Das ist einfach so eine Riesenstrecke und die ist einfach so geil zu fahren. Also für mich ist die beste Strecke Redovan in Spanien. Also und die Strecke ist einfach riesig. Du fährst eine Minute, eine Runde sozusagen. Dann fährst du 6 Runden Training und dann ist dein Trainingslauf vorbei. Ja. Also, krass ist das. Ja, habt ihr, wenn ihr fahrt, bevor ihr fahrt, habt ihr irgendwie ein Ritual oder so? Oder ist das egal? Also braucht ihr so eine, ich sag mal, so eine Phase, wo du sagst, lass mich bloß in Ruhe, ich muss erstmal mich mental vorbereiten, oder ist das egal? Am meisten gehe ich eigentlich immer mit Burak eine Runde über die Strecke, damit wir wissen, okay, jetzt die Kurve ist steil oder da ist ein Loch oder was weiß ich halt. Damit man die Strecke einfach so kennenlernt, sage ich mal. Und davor eigentlich nichts Besonderes. Man sitzt eigentlich oder ja. Ja, das bin ich auch Berg an seiner Meinung. Also, wenn wir zum Beispiel zusammen Finale oder sowas fahren, da reden wir halt nochmal kurz, wie das sozusagen alles ablaufen sollte und wie wir unser Rennen planen. Und, ja. Also macht ihr euch vorher auch mit Papa praktisch einen Plan? Gut, wenn ihr zu zweit im Finale seid, Halbfinale, egal. Klar, da braucht ihr zwei verschiedene Tanker, weil alleine kann er das natürlich nicht stemmen. Das stimmt. Aber, da braucht man immer Hilfe. Das ist echt. Aber macht ihr euch da schon vorher einen Plan? Berger meinetwegen nach 4,5 Minuten rein, Burak nach 5 oder halt je nach, wie eure Strategie ist? Also, ich bin so der etwas aggressivere Fahrer sozusagen und Berkan etwas ruhigere. Also ich komme dann bestimmt mal eine Minute oder so früher als Berkan tanken. Also es kommt darauf an, wie das Wochenende so für uns läuft. Ja, dann haben wir echt verschiedene Tankstrategien und so. Also habt ihr auch ein Zeitfenster, sage ich mal, ne? Dass ihr sagt, okay, als Beispiel nach 6 Minuten und dann geht ihr trotzdem mal nach 5,5 oder bleibt vielleicht noch eine Runde draußen, je wie sich draußen das Rennohr ergibt. Richtig, genau, Beispiel jetzt Berkan, kommen 7 Minuten tanken, ich komme 5 Minuten tanken oder 6 Minuten. Ja. Und das entscheidet er quasi vorher schon. Was also das entscheidet Papa. Papa sagt, kommt rein, fahrt weiter. Wir da oben haben nichts zu melden, wir fahren unser Rennen. Das war's. Ja. Ist so. ihr lenkt ja im Sprung, ne? Warum? Ja. Wirklich das Auto dahin lenken im Sprung, dass es genau aufkommt, genau in Fahrtrichtung, oder ist das einfach nur interaktiv? Nein, am meisten ist es eigentlich so, man lenkt in der Luft, weil beim Landen der Sprung ist ja meistens schräg oder nicht gerade oder danach kommt eine Kurve und dann richten wir das Auto schon in der Luft so hin, damit wir schneller um die Kurve können. Also sozusagen, wenn so kaputte Sprünge sind, stabilisieren wir das Auto in der Luft schon, bevor wir auf die Rampe sozusagen kommen. Mhm. Aber manchmal, also es sind Sprünge, die sind echt super gerade, da muss man nicht lenken. Es sieht aber auch einfach nur echt super aus, wenn man in der Luft dann noch lenkt. Dann ist es einfach auch so. Ich weiß gar nicht, wer es war vor ein paar Jahren. Ich glaube, was. Ich weiß nicht, ob es in Schwed sogar war. Stefan Scheunflug, der hatte das, glaube ich, auch mal probiert. Irgendjemand hatte das mal probiert und der kam total durcheinander. Aber ich auch. Also wenn ich in der Luft lenke, ich muss dann wirklich Sprung. Jetzt muss ich lenken. So mache ich das. So, und dann so. Angewohnt. Ach, jetzt kommt eine Landung. Ach so. Also ich habe das mal probiert. Ich komme da überhaupt nicht klar. Also ich muss dann wirklich Hirn einschalten und sagen, jetzt muss ich lenken. Aber dann mache ich es nicht bewusst, dann mache ich es wirklich, ja, weil es alle machen oder weil es halt ihr macht oder weil es Jörn Neumann war so, den habe ich als erstes gesehen, der es so gemacht hat. Ne? Da dachte ich, aber überhaupt nicht hinbekommen in der Hinsicht. Ja. Und zwischen euch beiden, Konkurrenzkampf?
Also jetzt hier so in Deutschland meistens, ja. Und Ausland, da haben wir so manchmal unsere Phasen so, dass wir dann mal so sind. Beispielsweise in Frankreich, Montpellier, das war Berghain. Nach den drei Vorläufen war Neunter. Ja, ich glaube Neunter, Zehnter. Zehnter oder Neunter. Ich war 19. Also es war immer so echt viel Unterschied. Dann im Halbfinale oder wenn es in den Finalläufen kommen, da bin ich ab und zu halt auch etwas schneller, weil in den Finalläufen, ich weiß immer noch nicht warum, aber ich kann mich in den Finalläufen besser konzentrieren und auch dann irgendwie, ja, bin irgendwie schneller. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, manchmal. Das ist halt schwierig zu erklären. Wie sieht es eigentlich mit der Rennvorbereitung aus? Macht ihr irgendwas oder Papa bereitet alles vor und dann geht's ab ins Auto und ab zur Rennstrecke oder dürft ihr Ja, selber schon schrauben? also auf Rennen, wenn wir jetzt beispielsweise vier Autos haben, also jetzt zwei Nitro und zwei Elo, dann hat jeder so, Papa kümmert sich dann sich um die Nitros, ich kümmere mich dann um die Elektros. Aber so jetzt so Setup-mäßig und sowas, das macht der Papa alles. Die sagen dann halt so, das und das läuft nicht, aber er sieht das dann schon mit seinem Auge und alles. Dann ändert er das und dann sagen wir gut, schlecht. Aber Reifen und so, das entscheiden wir sozusagen schon selber. Und ja, also Schrauben helf ich Papa auf jeden Fall schon. Der hat das so eher gesagt, er macht nur die Autos sauber. Und nicht Doch mal. gut so. Also nicht mal Reifen abschrauben, nichts. Doch, schon Reifen Vielleicht. abschrauben. Aber er weiß schon, was ein Radmuttenschlüssel und Schlüssel ist. Ja, Habt ihr eigentlich noch andere Hobbys außer CK oder ist das ja, Zocken? ich hatte mal früher Basketball gespielt, aber dann kam immer mehr Rennen dazu und dann in der Woche Schule und dann ging das einfach nicht mehr mit Basketball. Und dann war es halt irgendwann nur noch RCK fahren und halt noch in der Woche nach der Schule ein bisschen zocken. Und sonst, ja. Also ich spiele Handball. Ich habe früher auch Basketball gespielt, aber jetzt momentan ist ja jetzt gerade sowieso Pause wegen Corona. Und ja, sonst spiele ich gerade Handball. Und halt Modellautos fahren. Ach, Modellautos fahren. Was denn das? Was ist denn das? Ich weiß auch Er geht ja beide noch zur Schule. Gibt's Jo. schon, so eine Richtung Berufswunsch? Also bei mir Ich ist, weiß, Matchbox-Fahrer, ich weiß, Teamfahrer bei Matchbox. also jetzt bei mir nach der 10. Ist gerade noch, also ja, mache ich gerade noch meinen Abschluss. Und ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt Kfz-Mechatroniker mache oder noch weiter zur Schule gehe. Ja, und ich bin erst in der 8., also ich habe, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, um zu überlegen. Ich habe jetzt noch keine Richtung, aber bis jetzt sieht alles gut aus. Na, das ist ja super. In welchem Verein seid ihr? Wir sind Mugen Saiki Europa. Wir sind in keinem Verein. Doch, Big Hamburg noch. Doch, ah, Big Hamburg und Mugen Big Saiki. Hamburg. Ja. Ja. Na, da hoffe ich mal, dass da noch eine Strecke kommt irgendwann. Ja, hoffen wir. Was ist jetzt der nächste Plan für euch? Wo geht ihr jetzt demnächst trainieren? Also Rennfahren Ich ist, meine. glaube ich, im 1 zu 8er Bereich steht ja gar nichts an im Moment. Wie Also meint ihr das? selbst, Rennen oder? ja genau, nee, Training. Weil ich glaube, Rennen 1 zu 8 ist, glaube ich, national und international noch gar nichts, was Ich sein denke könnte. denk mal, wird auch nichts. Also, wie meinst du gestern? Nee, am Sonntag, also die Tage sind echt schnell rum. Am Sonntag waren wir in Uetersen, auch Nähe Hamburg. Auch super, super Strecke. Also, ich könnte sogar fast sagen, man könnte deutsche Meisterschaft drauf fahren, weil die Strecke ist echt super. Die haben ja auch die ganzen Schläuche vom Weg Hamburg gekriegt und alles. Echt super Strecke. Und dort waren wir jetzt einmal trainieren. Wir waren einmal auf so einer 1,6er Strecke, was. Hast du bestimmt das Video mal gesehen? Da sind echt wenig Sprünge, waren auch, also auch nicht so super. Das Problem ist auch, wir müssen dann halt 2, 3 Stunden nur zum Trainieren hinfahren. Das ist auch echt weit, weil hier in Bremen haben wir genau gar nichts. Ja, ist nicht in Bremen meine? Ja, aber die ist geschlossen. Ach so. Aber auch komplett Teppich und auch Ja, nicht schön. genau, stimmt. Alles klar. Naja, gut, dann wünsche ich euch alles Gute. Jo, danke Ich Mika. hoffe, dass wir bald mal uns wiedersehen und natürlich auch Ich Rennen hoffe fahren auch. können. Alles klar. Ciao, ciao. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.